Die erste Hilfe muss zu jeder Zeit sichergestellt sein. Nach Eintritt eines Unfalles ist eine schnelle und sachgerechte erste Hilfe für den Erfolg der weiteren Behandlung wichtig. Hierzu gehören zum Beispiel die Ausbildung und Benennung von Ersthelfern sowie die Bereitstellung von Notrufeinrichtungen und geeignetem Erste-Hilfe-Material. Und in fast allen Kasten sind die Pflaster regelrecht geplündert. Ich kümmere mich nachher gleich um die Nachbestellung. Gut, kümmert ihr euch bitte noch um die neuen Aushänge mit den Notrufnummern. Die Aushänge sind hier. Darüber wollte ich sowieso mit Ihnen reden. Beim Ausfüllen ist uns nämlich aufgefallen, dass wir in der Halle 2 für die Spätschicht noch überhaupt keinen Ersthelfer haben. Ich glaube, ich habe da einen geeigneten Kandidaten. Ersthelfer sind medizinische Laien. Sie übernehmen nach einem Unfall die Erstversorgung des Verletzten bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes. Hier ist ja praktisch jedes Pflaster aufgelistet. Jede kleinste Schürfwunde an der Hand. Ist das nicht ein bisschen übertrieben? Nein, es geht genau darum, dass möglichst alle Vorfälle aufgelistet werden. Egal, ob die Verletzung jetzt harmlos war oder was Ernstes passiert ist. Alle Erste-Hilfeleistungen werden im Verbandbuch dokumentiert, um bei möglichen Spätfolgen den Unfallhergang nachzuweisen. Ich habe an Sie gedacht als Ersthelfer. Ersthelfer? Ja, ich habe an Sie gedacht, weil Sie Ihren Zivildienst im Krankenhaus gemacht haben. Diese Erfahrung käme Ihnen bei dieser Aufgabe sicher zugute. Alles, was Sie können und wissen müssen, erfahren Sie in einem Lehrgang. Und alle 2 Jahre bekämen Sie dann zur Auffrischung ein spezielles Erste-Hilfe-Training. Es ist empfehlenswert, möglichst viele Mitarbeiter als Ersthelfer ausbilden zu lassen, denn Unfälle passieren auch im privaten Umfeld.